777 hat Maria Theresia die Diözese Sombathe gegründet, deren Gebiet je einen Teil der Komitaten Wasch und Sola umfasst. Zu ihren Naturschönheiten gehören das Kösseger Gebirge, der Fluss Raab und die Hügellandschaft in Sola. Die Diözese Sombathe wird auch als Boden der Märtyrer und Heiligen erwähnt. St. Martin, Josef Minzenti sind hier geboren. Hier fanden der heilige Quirin und Janosch Brenner den Märtyrertod. Das Gebiet von Nemesbüd ist seit Urzeiten bewohnt. Im Dorfflur hat man Relikte aus der Eisenzeit und römische Funde entdeckt. Die Gemeinde bekam ihren Namen nach dem uralten Personennamen Böd, dessen älteste Bedeutung vermutlich Stammhaupt ist. Das im Namen aufscheinende Bestimmungswort Nemesch, adelig, edel, könnte darauf hinweisen, dass die Bewohner des Dorfes Kleinadelige gewesen sind. Erstmals im Jahre 1344 erwähnen die Urkunden die Kirche des Dorfes. Die Dorfbewohner haben 1650 mit dem Bau einer neuen Kirche begonnen, die 1938 vergrößert wurde. Die Wände sind mit Wandmalereien verziert, die die heiligen bzw. christliche Motive zeigen. Zahlreiche eingebaute Glasfenster zeigen neben Maria und Jesus die Heiligen der Kirche als Vorbilder für die Gläubigen. Die Ortsbewohner wählten den Erzengel Michael zum Schutzheiligen der Kirche. Am Hauptaltarbild wird sein Kampf mit dem Satan lebendig. Die Verehrung des Herzens Jesu war groß im Dorf. Dazu gibt es zahlreiche Hinweise in der Kirche. Eines der Kleinode der Kirche ist der Altar, wo der tote Christus im Schoß seiner Mutter liegt. Dolche des Schmerzes stoßen ins Herz Mariens. Es ist eine seltene Darstellung. Die Schöpfer der Pieta haben die Dolche auch geschnitzt.